Ich meine, was haben wir denn bis jetzt gemacht? Formale Sprachen und Automaten. Ja? Aber uns fehlt natürlich noch was. Ja? Was fehlt uns denn? Ich meine, wenn wir jetzt diese Dualität formale Sprachen und Automaten anschauen, da haben wir die Chomsky-Hierarchie, da haben wir Sprachen, Chomsky, Typ 3 bis Typ 0. Und parallel dazu die Automatenmodelle. Für welche Sprachenklassen haben wir denn jetzt Automaten, die das Wortproblem lösen und für welche nicht? Genau. Genau. Für Typ 3, die regulären Sprachen, haben wir die endlichen Automaten. Für Typ 2 haben wir die Kellerautomaten. Für Typ 1 und Typ 0 wissen wir noch nicht. Ja? Ganz genau. Und wir werden sehen, dass wir für Typ 1 und Typ 0 Sprachen, da werden wir die Turing-Maschinen bzw. linear beschränkte Turing-Maschinen brauchen. Ja? So, und gut, im Prinzip könnte man jetzt ganz schnell mal sagen, eine Turing-Maschine so und so. Und mit der Turing-Maschine kann ich diese Sprachklassen erkennen. Das hat jetzt Herr Hoffmann in seinem Buch ein bisschen anders strukturiert und das macht auch Sinn. Und zwar, wir gehen jetzt in das Kapitel Berechenbarkeit rein und schauen uns verschiedene Berechnungsmodelle an, und zwar jetzt eher im Sinne von klassischen Programmiersprachen. Also wir bauen jetzt praktisch Programmiersprachen auf, angefangen von ganz einfachen Sprachen, nämlich die Loop-Sprache als erstes und dann die While-Sprache, um dann zu Turing-Maschinen zu kommen, die nämlich gleich mächtig sind wie die entsprechenden Programmiersprachenmodelle. So. Das heißt, diese Frage, womit können wir jetzt Typ 1 und Typ 0 Sprachen erkennen, die stellen wir einfach noch ein bisschen zurück, bis wir dann bei entsprechend mächtigen Maschinenmodellen sind. Also, nochmal, die Herangehensweise ist jetzt, wir bauen ganz simple Programmiersprachentypen auf. Ja? Genau, und das wird jetzt dieses Thema sein, Berechnungsmodelle. Wir werden uns einfache Berechnungsmodelle anschauen, danach kommen dann die Turing-Maschinen, weil die eben äquivalent sind zu den mächtigeren Berechnungsmodellen. Dann Registermaschinen, ja, das werden wir eigentlich im Wesentlichen weglassen, aber dann die Church'sche These, akzeptieren die Turing-Maschinen, Entscheidbarkeit und unentscheidbare Probleme. Das wird natürlich dann auch ganz wichtig werden. Also wenn wir dann die akzeptierenden Turing-Maschinen haben, dann werden wir uns natürlich die Frage stellen, welche Probleme können denn Turing-Maschinen entscheiden und welche nicht? Also sprich unentscheidbare Probleme, da geht es dann wirklich an die Grenzen dessen, was die Informatik kann und was sie nicht kann. Weil die Turing-Maschinen bzw. die mächtigsten Berechnungsmodelle, die wir haben, ja, da stellt sich die Frage, was können wir denn damit machen und was können wir nicht machen. Und darum wird es hier an der Stelle gehen. So, aber jetzt erst einmal schön langsam. Also bei der Berechenbarkeit an sich, also bei unseren Berechnungsmodellen, wir werden Loop, While und Go-To-Programmiersprachen aufbauen, primitiv-rekursive Funktionen anschauen, dann natürlich Turing-Maschinen, Church'sche These und so weiter. Ja, also, wir starten mit der Definition einer ganz einfachen Programmiersprache. Nämlich Loop-Programme bestehen aus folgenden Komponenten. Erstens einmal, es gibt eine Konstante, die heißt 0. Das ist übrigens auch interessant. Also wir haben jetzt keine Integers oder sowas, sondern nur noch eine einzige Zahl. Und das ist die 0. Ja? Dann haben wir viele Variablen, ja, x0 und so weiter. Und die Variablen, klar, das sind natürlich nichts anderes als, was die Hardware-Umsetzung betrifft, irgendwelche Speicherzellen. Ja? Dann haben wir Operatoren Suck und Brett, die wir gleich noch definieren werden.
Dann haben wir einen Zuweisungsoperator, dann haben wir einen Kompositionsoperator, also den Strichpunkt. Und dann haben wir noch ein Schleifenkonstrukt namens Loop Do End. Ja? Also ich denke, jeder, der schon mal programmiert hat, kann sich unter diesen Begriffen hier was vorstellen. Im Moment ist das jetzt erst einmal Syntax. Ja? Die Semantik, die werden wir uns gleich anschauen. Ja? Erst einmal ein Beispiel. Wir definieren die Additionsfunktion. Also, indem wir sagen, also wir definieren jetzt eine Funktion mit dem Namen add mit zwei Argumenten x1 und x2 und das ist, wenn Sie so wollen, der Source Code für die Funktion add. Also das hier erst einmal ein Kommentar, berechnet x0 gleich x1 plus x2 und zwar x0, also am Anfang, bevor wir in diese Schleife reingehen, ist x0 gleich x1. Also das wird auf das erste Argument gesetzt. So, und jetzt laufen wir x2 mal diese Schleife durch und bilden x2 mal den Successor von x0. Ja? So. Wir wissen eigentlich noch gar nicht, diese komische Successor-Funktion, was die jetzt macht. Und tatsächlich... Naja, tatsächlich hat diese Successor-Funktion, die können wir jetzt rein formal interpretieren. Nehmen wir doch einmal als Beispiel, den müssen wir hier vielleicht doch auswischen, wo ist denn der Schwamm? Den habe ich doch heute schon gesehen. Boden. Komisch. Wo? Ah ja, da. Gut, danke. Also, nehmen wir mal x0 gleich 2 und x1 gleich 3. So. Dann passiert hier in unserem Programm erst einmal x0 gleich, achso, sorry, nicht x0, x1 und x2. So. x1 gleich 2 und x2 gleich 3. Das sind ja die beiden Argumente. Ja? Dann passiert hier erst einmal x0 gleich 2. So, und dann gehen wir hier dieses Loop x2 do. Was ist denn die Semantik davon? Das sage ich natürlich jetzt auch gleich. Das heißt, x2 mal müssen wir diesen Befehl ausführen. Nichts anderes. Ja? Also, und x2 ist 3. Also rechnen wir jetzt aus, x0 ist gleich suck von x0 von 2. Das haben wir jetzt einmal ausgeführt. Ja? So, und das führen wir jetzt aber x2 mal aus, nämlich 3 mal. Also das ist der erste Ausführen. Dann beim zweiten Mal kriegen wir x0 ist gleich suck von x0. Aber das x0 war ja vorher suck von 2. Und beim dritten Mal kriegen wir x0 ist gleich suck von 2. Genau. Ja. Und was wollen wir denn haben? Wir wollen eigentlich ausgerechnet haben 2 plus 3. Und diese Successor-Funktion, naja, was macht die? Die berechnet den Nachfolger. Nachfolger von 2 ist 3, Nachfolger von 3 ist 4 und Nachfolger von 4 ist 5. Ja, also wir bilden 3 mal den Nachfolger von 2. Ja, so, wobei... Ja. Was wir jetzt gemacht haben, war natürlich schon wieder nicht ganz sauber. Weil in dieser Welt von unserer Programmiersprache gibt es das ja gar nicht. Also diese Objekte gibt es gar nicht. Damit können wir nicht rechnen. Suck von 2 kann diese Sprache nicht ausrechnen. Weil es gibt nur eine Konstante und die heißt 0. Also müssen wir da doch nochmal ein bisschen korrigieren.
das Ganze nochmal schön hinschreiben. Und zwar besser schreiben für X1 Suck von, was hätte es sein sollen, 2 von Suck von 0. Und X2 ist gleich Suck von 0. So. Und X0, da müsste man natürlich das hier auch so hinschreiben. Successor von 0. Und hier wieder von Suck. Aufpassen. Genau, von Suck von 0. Und so weiter, und da noch einen mehr. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, und weil hier 5 mal Suck dran steht, können wir das natürlich am Ende als die Zahl 5 interpretieren. Warum machen wir so ein kompliziertes, übles Zeugs? Naja, weil wir wollen unsere Programmiersprache so einfach wie möglich halten. Ja? Und das ist natürlich, zum einen ist die Programmiersprache super einfach, und zum anderen ist sie aber gleichzeitig viel mächtiger als die meisten Programmiersprachen, die sie können, in einer Hinsicht. Nämlich, wir haben zwar nur eine konstante 0, aber wir können über alle Integers reden. Das können sie in C nicht. Da gibt es ein Maxint und dann ist Schluss. Das ist die größte Integer, über die sie reden können. Hier, wir können unseren Successor schachteln, so oft wir wollen. Auch mehr als 2 hoch 32 Mal. Und deswegen, also bei C, da gibt es natürlich irgendwann einen Overflow. Hier kriegt man keinen Overflow, zumindest dann nicht, wenn wir unendlich viel Speicher haben, weil das kostet natürlich Speicherplatz, die Zahlen hinzuschreiben. Ja? Aber das ist die Idee. Wir beschränken jetzt erst einmal unseren Speicherplatz nicht und können dann mit einer einzigen Konstanten die gesamten natürlichen Zahlen bestreiten. Und das werden wir auch gleich sehen, das hat auch einen interessanten mathematischen Hintergrund. Okay, soweit klar. Also haben wir das Beispiel angeschaut und jetzt kommt die Loop-Semantik, ein bisschen formaler. So, was ist die Semantik unserer Programmiersprache? Und dafür, die Semantik von Programmiersprachen ist klar, da müssen wir jetzt quasi ein Berechnungsmodell uns überlegen. Und das Berechnungsmodell ist natürlich jetzt ein mathematisches. Das ist nicht jetzt auf der Maschinenebene, dass wir sagen, ja, da haben wir jetzt irgendwelche Speicherzellen und dann haben wir Maschinenbefehle. Nein, das ist jetzt ein mathematisches. Und zwar, wir definieren uns jetzt praktisch einen Speichervektor. Ein Speichervektor V. Und dieser Speicher besteht erst einmal aus dieser Speicherzelle x0, also das geht halt los, x0, x1 bis xn dann und dann xn plus 1 bis xm. Ja? Und zwar dieses x0 hier, das ist der Return-Wert, quasi den mein Programm hinterher dann als Ergebnis zurückliefert. Dann kommen x1 bis xn. Die sind am Anfang belegt mit den Input-Parametern von meiner Funktion. Also wenn das eine n-stellige Funktion ist, dann sind das die n-Input-Parameter.
Und dann kommen eben alle weiteren Speicherzellen, die mein Programm benutzt. Ja? So, also xn plus 1 bis xm, die werden verwendet zur Speicherung von Zwischenergebnissen. So. Dann, wenn wir sowas hinschreiben, das ist nichts anderes als quasi diese Speicherzelle xi oder Variable xi wird überschrieben mit dem Wert y. Ja. Genau, und dann hat jedes Programm hat natürlich noch eine Übergangsfunktion Delta. Diese Übergangsfunktion Delta, die tut auf den Speichervektor V, also ich habe ja so einen Speichervektor V am Anfang, bevor ich das Programm starte, auf diesen Speichervektor V wird das Programm P angewendet und Delta liefert dann den Return-Wert zurück. Ja? Also dieses Delta ist tatsächlich die Semantik. Ja? So, und jetzt müssen wir natürlich noch die Semantik für unsere syntaktischen Konstrukte definieren. Also für die Wertzuweisung, für die Komposition und für dieses Loop-Konstrukt. Ja? Das sind ja die einzigen Operatoren, die die Sprache hat. Also ist ja schon zugegeben ja, eine ganz einfache Sprache. Wir haben drei Operatoren. Und für die müssen wir jetzt die Semantik definieren. So. Also erst einmal für die Wertzuweisung. Und jetzt wird quasi der Delta-Operator für die Wertzuweisung definiert. Ja? Also Delta von V, x0, Doppelpunkt ist gleich 0, ist nichts anderes als V von, also ich nehme meinen Variablenvektor und tue die Variable xi durch 0 ersetzen. Ist klar. Ja? Und wenn wir xi ersetzen, also wenn wir xi Doppelpunkt ist gleich suk von xj haben, ist klar, dann wird xi ersetzt durch den Nachfolger von xj und der Nachfolger von xj, das ist dann xj plus 1. Ja? So, ja, also ich denke, das ist auch noch klar anschaulich. So, jetzt hier wird es interessant. Wenn wir xi ersetzen durch den Vorgänger von xj, naja, dann wird xi ersetzt durch xj minus 1. Aber nur für xj größer als 0. Weil wir erlauben nur positive Zahlen. Negative Zahlen, die gibt es erst einmal nicht. Das heißt, wenn das xj gleich 0 wird, naja, dann ist dieser Vorgänger nicht definiert. Den gibt es nicht. Und das heißt, dann verändern wir unseren Speichervektor nicht. Ja? Sprich, diese Wertzuweisung, die wird praktisch wirkungslos, wenn ich den Vorgänger von 0 hier auf der rechten Seite habe. Okay, damit ist die Wertzuweisung definiert. Jetzt die Komposition. Also, Komposition heißt ja nichts anderes als, mein Programm besteht aus zwei Programmen, die mit so einem Strichpunkt quasi hintereinander gehängt werden. Und uns allen ist klar, was die Bedeutung von so einem Strichpunkt in einem C-Programm zum Beispiel ist. Naja, die Anweisungen werden nacheinander ausgeführt. Erst die und dann die. Also ist das Delta von V, P1', P2 nichts anderes als zuerst wird das Programm P1 angewendet auf V und der Delta-Operator macht es. Und das Ergebnis davon verwende ich jetzt als neuen Speichervektor und wende darauf P2 mit dieser Delta-Funktion an. Okay, damit ist ganz sauber die Semantik von diesem Strichpunktoperator definiert. So. Und die Semantik der Loop-Schleife ist auch ganz einfach. Und zwar deswegen, weil die Loop-Schleife
so ein super einfaches Schleifenkonstrukt ist. Und zwar, beziehungsweise wir wissen es ja noch gar nicht, aber hier steht es jetzt. Also, Delta von V, Loop XI du P. Also XI ist jetzt eine Zahl. Und P ist ein Programm. Ja, und was ist es? Naja, hier steht's. Nämlich, wir erzeugen XI-Kopien von unserem Programm P und hängen die mit dem Kompositionsoperator hintereinander. Also sprich, die Semantik von Loop XI du P ist nichts anderes als dieses Programm P XI mal ausführen. Fertig. XI mal nacheinander ausführen. Ja. Okay, gut. So, jetzt schauen wir uns gerade mal ein Beispiel an. Und zwar ein Beispiel, wir wollen ausrechnen 3 plus 4 und am Ende 7 rauskriegen. Ja? Und zwar jetzt, und wir schreiben jetzt unsere Zahlen tatsächlich als 0, 3 und 4 hin. Ja? Ja, genau. Und zwar, das ist jetzt unser Programm. Also wir verwenden diesen Übergangsoperator Delta, den wenden wir an auf. Das ist unser initialer Variablenvektor, also 0, 3 und 4. Also das heißt, der vorläufige Returnwert ist 0 und die beiden Inputs sind 3 und 4. Und unser Programmcode selber heißt x0 gleich x2 und dann Loop x1 du x2. Ja? Loop x1 du und jetzt der Rumpf von dieser Schleife ist jetzt x0 Doppelpunkt ist gleich Successor von x0 und dann eben End. Ja? Übrigens, das End ist rot, weil das, ich glaube, in der ersten Auflage von dem Hoffmann-Buch hat hier am hinten das End gefällt, sondern war nur eine Klammer zu. Und das ist natürlich syntaktisch nicht korrekt, ja? Weil unsere Loop-Schleife muss am Ende, da muss immer ein End stehen. So. Also, sprich, das hier ist unser Programm. Ja gut, und jetzt wird quasi das Delta darauf angewendet. Ja. Und zwar, wie wende ich jetzt meinen Delta-Operator an auf dieses Programm? Naja, das Programm ist doch nichts anderes als eine Komposition von zwei Programmen, nämlich dieses, das ist das erste, der erste Befehl und das ist der zweite, durch Strichpunkt getrennt. Ja, und bei der Komposition, Sie sehen es, wie macht man das? Wir wenden erst einmal Delta auf den ersten Befehl an, ja? Und das passiert hier, also von hier nach da, Delta auf Variablenvektor, Komma, erster Befehl. Ja? So, also, und dieser erste Befehl, der lautet ja x0 gleich x2. Und x2 ist 4. Also setzen wir x0 gleich 4 hier, das ist das hier. Ja? Das heißt, dann sind wir hier, dann können wir das hier löschen und sind hier. Und haben jetzt unsere Loop-Anweisung. So, und was ist Delta von Variablenvektor, Loop-Anweisung? Ja, das sehen wir hier. Wir können das Loop ersetzen, indem wir x1 mal den Rumpf hinschreiben. Und x1 hat den Wert 3, also schreiben wir diesen Rumpf x0 gleich Suck von x0 dreimal hin. Das haben wir hier. Gut, und jetzt haben wir wieder eine Komposition zweimal und bei der Komposition führe ich erst den ersten Befehl aus. Das heißt hier x0 gleich Successor von x0.
Naja, gut, und der Successor von 4 ist 5, also kann man hier 5 hinschreiben. Dann wird das hier angewendet. Alt. Ach so, ja, klar. Dann wird, da haben wir wieder eine Komposition und das heißt, da müssen wir erst den ersten Befehl ausführen. Das heißt, wir kriegen jetzt Delta von Variablenvektor und dieser Successor-Bildung und das ist dann 6. Und dann müssen wir nur noch einmal die Successor anwenden und wir kriegen 7 und sind fertig. Okay. Ja? Fehlt bei der Definition von der Loop-Stärke nicht auch noch ein End? Also Loop, Do? Ja, stimmt. Hier fehlt auch noch ein End. Ist richtig. Da gehört natürlich auch ein End rein. Ja. Also ist klar, ich meine, wenn wir es hier vorne so definieren, dann müssen wir es natürlich überall auch richtig verwenden. Okay, Satz, alle Loop-Programme terminieren. Das ist schon mal hochinteressant. Also da steckt was drin in dem Satz. Da steckt nämlich drin, wir können keine Endlosschleifen programmieren. Also Programme, die nicht terminieren, gibt es nicht unter den Loop-Programmen. Woran liegt es? Also, oder anders gesagt, wie beweisen wir den Satz? Hier, da haben wir die Loop-Programme. Also Loop-Programme können aus all dem Zeugs bestehen. Schleifen, Durchläufen, oder? Die kann ja nie unendlich sein. Das heißt, wir haben immer eine endliche Anzahl an Durchläufen. Genau, so ist es. Das ist der Punkt. Also wenn wir hier, wir müssen eigentlich hier auf die Semantik schauen, da müssen wir hinschauen. Ja? Also gut, wenn du jetzt schon über die Schleifendurchläufe redest, hier sehen wir es ja. Dieses xi ist immer eine feste Zahl. Das heißt, hier haben wir immer eine endliche Zahl Durchläufe von einer Schleife. Ganz genau. Okay, damit sind wir aber noch nicht fertig mit unserem Beweis. Es könnte jetzt ja irgendwo trotzdem noch eine unendliche Rechenzeit versteckt sein, nämlich in diesen P's hier drin. Loop xi, do p. Jetzt dieses p hier drin, warum ist jedes einzelne p auch wieder endlich? Wieder dem XI was zuweisen, dann können wir doch wieder eine unendliche Schleife basteln. Das ist eine gute Frage. Also, ich meine, er sagt jetzt, wenn wir hier drin in P auf das XI einen Wert zuweisen, dann könnten wir natürlich üble Schweinereien bauen. Aber ist die Frage, ob wir das wirklich können. Also natürlich, klar, wir können sowas, also wir können so ein Konstrukt hinschreiben. Und das, da wird es jetzt interessant. Das heißt Loop x3 do x3 Doppelpunkt ist gleich x4 zum Beispiel, end. So was könnte man hinschreiben. Aber das x3 wird vorher interpretiert und deswegen ist es von vornherein fest. Hier sehen wir es an der Semantik. Ja? Bevor ich diese Schleifendurchläufe ausführe, muss ich festlegen, wie viele Kopien von dem Code erzeugt werden. Ja? Und ich darf nicht dann jetzt sagen, oh ja, aber jetzt wird x3 auf irgendwas anderes gesetzt und jetzt erzeuge ich mir nochmal Kopien. Nein, das passiert einmal beim Start und dann ist Schluss. Ja? Okay, soweit so gut, aber trotzdem, meine Frage war eine andere.
dieses P an sich, warum kann da nicht noch eine unendliche Rechenzeit drin versteckt sein? Das kann ja auch nur eins von diesen drei Sachen sein. Also nochmal eine Komposition, eine Loop-Schleife oder eine Wertezuweisung. Es kann wieder eins von den drei Sachen sein. Fangen wir mal oben an. Also wenn es eine Wertzuweisung ist, das ist klar. Das geht in endlicher Zeit, das auch und das auch. Ja? So. Komposition, naja, das kann natürlich nur eine endliche Komposition sein und damit ist die Rechenzeit auch beschränkt. Endlich. Ja? So, jetzt interessant wird es natürlich, wenn dieses P wieder eine Loop-Schleife ist. Naja, dann gilt natürlich das Gleiche wieder. Diese Loop-Schleife ist nach endlicher Zeit beendet. Ja? Ich meine, dann haben wir zwar zwei geschachtelte Loop-Schleifen, oder drei, oder vier, oder fünf, oder sechs geschachtelte Loop-Schleifen. Alles kein Problem, wenn die Schachtelungstiefe endlich ist. Und warum ist denn die endlich? Wenn ich mir ja die Kopien vorher erzeugen, dass eine feste Anzahl ist. Also kann ich ja nie eine unendliche Schachtelungstiefe erzeugen. Sag mir immer, wie viele Kopien ich vorher möchte. Ja, ja, die Zahl der Kopien schon, aber die Schachtelungstiefe ist ja was anderes. Das ist ja praktisch, in jede einzelne Kopie ist wieder ein Loop-Programm. Und das könnte ja unendlich tief geschachtelt sein. Ja, das sind ja trotzdem endlich viele. Also komme ich ja für jeden Loop. Warum haben wir, das ist jetzt wichtig, warum nur endlich endliche Schachtelungstiefe? Das hängt nicht mit der Zahl der Kopien zusammen. Das ist was anderes. Schachtelungstiefe und quasi Schleifenlänge sind zwei Paar Stiefel. Ja, und jetzt muss ich nochmal zurückgehen zur Definition von unserer Syntax. Ein Loop-Programm besteht aus folgenden Komponenten. Ja, und es steht tatsächlich hier nirgends explizit da. Aber ganz wichtig, und das gilt natürlich für alle Programmiersprachen, auch für reale Programmiersprachen, die Programmlänge muss endlich sein. Ja? Ein Programm muss immer eine endliche Zeichenkette sein. Ja? Und weil das Programm eine endliche Zeichenkette sein muss, kann ich nicht unendlich tief geschachtelte Schleifen Aufrufe haben, weil dann wäre das Programm nicht mehr endlich lang. Ja, genau. Aber nochmal, es hängt nicht zusammen mit der Zahl der Kopien. Ich könnte ja zum Beispiel Schleifen haben, die nur immer zweimal durchlaufen. Ja? Und das trotzdem unendlich tief geschachtelt und wir hätten unendliche Laufzeit. Obwohl wir immer nur zwei Kopien haben. Okay, also Loop-Programme terminieren. Gut, beweist, das steht hier ganz lapidar, die Semantik der Loop-Sprache führt bei jeder Eingabe zur Terminierung. Ja? Und wir haben es gerade jetzt argumentiert, warum. Okay, so. Jetzt kommen wir schon zu dem Begriff der Berechenbarkeit. Und das wird jetzt ein ganz wichtiger Begriff sein für alles Folgende. Ja? Wir werden später Turing-Berechenbarkeit haben, jetzt erst einmal nur Loop-berechenbar. Und zwar, es geht bei der Berechenbarkeit immer um die Frage, wir stellen da einen Zusammenhang her zwischen Mathematik und der Programmiersprache. So, und die Mathematik, das sieht man hier. Sei eine Funktion f von n hoch n nach n gegeben. Also eine beliebige Funktion über die natürlichen Zahlen. Und zwar nicht nur über die natürlichen Zahlen, sondern über n hoch n. Weil wir erlauben ja einen Input-Vektor. Also unsere Funktion, ist klar, wenn wir addieren wollen, dann brauchen wir schon zwei Inputs. Ja? Und wir wollen Funktionen haben von beliebig langem Inputvektor. So. Und das ist dieses klein n hier. Das ist die Länge von dem Inputvektor. So, und jetzt stellt sich die Frage, die interessante Frage, die wir natürlich noch beantworten werden, ob wir mit Loop-Programmen alle Funktionen von n hoch n nach n berechnen können.
So, also so eine Funktion f heißt Loop berechenbar, falls es ein Loop-Programm p mit dieser Eigenschaft gibt. Nämlich Delta von, und das ist unser Variablenvektor, und das Programm p drauf angewendet, ist gleich f von x1 bis xn. Also, und zwar jetzt interessant, hier ein Vektor, der anfängt, das erste Element von dem Vektor ist tatsächlich der Funktionswert. Ja? Und warum? Warum jetzt so? Warum steht da rechts nicht einfach f von x1 bis xn? Ja, weil wir ja definiert hatten, der Return-Wert von unserem Loop-Programm steht am Ende immer in der ersten Variablen drin. So, das heißt, unser Speichervektor muss am Ende, da hinten kann stehen, was will, aber das erste Element von dem Speichervektor muss der Funktionswert sein. Wenn diese Gleichung gilt, dann ist die Funktion f Loop berechenbar. Und zwar, das ist natürlich wichtig, für beliebige x1 bis xn. Ja? Für jeden beliebigen Inputvektor x1 bis xn steht am Ende in x0 der Funktionswert drin. So, also nochmal ganz wichtig, bei der Berechenbarkeit wird immer die Frage gestellt, also ist eine mathematische Funktion berechenbar, und es ist nichts anderes als die Frage, liefert mein Programm nach Ablauf als Return-Wert den Funktionswert zurück. Okay, so. Und jetzt schauen wir mal an, was wir mit Loop-Programmen alles machen können. Wir können unter anderem Verzweigungen realisieren. Wir brauchen gar kein If-Konstrukt. Das ist in unserer super extrem primitiven Sprache schon beinhaltet. Und zwar, hier steht's. Ja? Also sowas wie if xi gleich 0, then p end. Ich meine, es ist uns klar, was die Semantik von dem bedeuten soll. Nämlich, wenn xi gleich 0 ist, dann wird p ausgeführt und sonst nicht. Ja? Genau so ein Konstrukt definieren wir über dieses Loop-Programm. Schauen wir uns das an. Und zwar, also, wir setzen erst einmal xj gleich 1. Und jetzt sagen wir Loop xi du xj. Also xi mal du xj gleich 0. Xi mal führen wir xj gleich 0 aus. Ja, und wir wollen ja sowas haben. If xi gleich 0. Also wenn xi gleich 0 ist, dann wird das hier gar nicht ausgeführt. Das heißt, dann bleibt xj gleich 1 und dann kommen wir hier rein. Das heißt, wir führen einmal p aus. Das ist richtig. Also wenn xi gleich 0 ist, führen wir p aus. Das macht dieses Programm. Wenn xi ungleich 0 ist, ja dann, wenn xi zum Beispiel gleich 5 ist, dann führen wir 5 mal das aus und dann ist xj gleich 0. Und hier wird 0 mal p ausgeführt. Passt also auch. Das heißt, wir führen p aus, wenn x i gleich 0 ist und sonst nicht. Also Sie sehen, wir können mit unserer Loop-Programm-Semantik tatsächlich sowas realisieren. Und das ist natürlich schön. Ja? Deswegen brauchen wir so ein If-Konstrukt nicht. Oder anders gesagt, so ein If-Konstrukt, das ist eigentlich nur syntaktischer Zucker, bringt aber nichts weiteres semantisch. Ja? Warum machen wir das? Warum definieren wir unsere Loop-Sprache so extrem simpel? Ja, weil wir Theorie machen wollen, weil wir Beweise führen wollen über Loop-Programme. Übrigens, wir haben ja schon einen Beweis geführt, hier, diesen Beweis hier. Und für diesen Beweis, was haben wir gemacht? Ja, wir haben uns die Semantik angeschaut. Hätten wir jetzt noch ein If-Konstrukt, dann hätten wir es für das If-Konstrukt auch beweisen müssen. Also ist es gut, dass wir das nicht haben, weil unsere Beweise werden einfacher. Aber dafür müssen wir natürlich jetzt zeigen, okay, If-Konstrukt ist nichts Besonderes, das können wir haben. Ja?
Okay, natürliche Zahlen, das habe ich vorhin schon gesagt. Also die natürlichen Zahlen 1, 2, 3, die sind so definiert. Ja? Also 1 ist Sug von 0, 2 Sug von 0 und so weiter. Und so können wir eben im Unterschied zu allen anderen, fast allen anderen Sprachen alle natürlichen Zahlen repräsentieren. Und übrigens diese Successor-Geschichte, das haben nicht die Informatiker erfunden, sondern die Mathematiker, nämlich der Herr Peano, italienischer Mathematiker, der die Peano-Axiome für die natürlichen Zahlen aufgeschrieben hat und die stehen jetzt hier. Ist übrigens im Buch nicht an der Seite, sondern das ist jetzt quasi ein Rückgriff. Also der Hoffmann definiert das vorne in der mathematischen Einführung zum Buch. Ja? Und ich bringe das eben hier jetzt kurz. Ja? Also, die Menge der natürlichen Zahlen ist charakterisiert durch erstes Axiom, die 1 ist eine natürliche Zahl. Okay, also Peano hat nicht bei der 0 angefangen, so wie wir hier, sondern bei der 1. Ja? Jede natürliche Zahl n hat genau einen Nachfolger Sug von n. 1 ist kein Nachfolger einer natürlichen Zahl. Übrigens, das entspricht dem, was wir da hatten, hier Prädezessor von 0, gibt es nicht. Ja? Und er hat gesagt, 1 hat keinen Vorgänger, sondern das fängt wirklich bei der 1 an, da ist ein Ende auf der linken Seite. Die Nachfolger zweier verschiedener natürlicher Zahlen sind ebenfalls verschieden. Das ist ja jetzt interessant. Also es kann zum Beispiel nicht sein, dass Sug von, nicht 0, hier haben wir ja 1, Sug von 1 kann nicht gleich sein Sug von 1. Ist ganz wichtig, ja? Ist ganz wichtig, weil wir wollen ja eine unendliche Menge von Zahlen erzeugen. Ja? Und da müssen wir das natürlich ausschließen, dass da zwei so gleich sein können. Oder Successor ist injektiv. Ja? Das ist gleichbedeutend damit. So, und jetzt kommt noch ein weiteres interessantes Axiom. Enthält eine Teilmenge m der natürlichen Zahlen die Zahl 1 und zu jedem Element n auch ihren Nachfolger Sug von n, so gilt m gleich n. Das ist ja interessant. Was ist denn das für ein komisches Axiom? Also rechnen könnten wir eigentlich mit den Axiomen P1 bis P4. Ja. Also auch für unsere Loop-Sprache brauchen wir P5 nicht. Wozu ist P5 gut? Ich schreibe mal eine Menge an die Tafel hin. So eine Menge M. Und zwar M ist gleich die Menge aller Zahlen, nehmen wir sie mal K, für die gilt. Summe i gleich 1 bis k über i ist gleich k mal k plus 1 halbe.
Jetzt hätte ich gern gewusst, was ist diese Menge M? Welche Zahlen sind in der Menge M drin? Naja, es sind all die Zahlen k drin, für die diese Gleichung da gilt, offenbar. Und für welche Zahlen k gilt diese Gleichung? Ah, jetzt, was ist denn das für eine Gleichung da, die da steht? Noch nie gesehen. Ja. Nämlich? Weiß nicht. Der Name. Der Name interessiert mich auch nicht. Das war ja das, was der Gauss gemacht hat, oder? In so ja, der Zahlen von 1 bis. Ja, genau. Bis k in unserem Fall. Ja, genau. Das ist die Formel für die Summe aller Zahlen von 1 bis k. Genau, so ist es. Ja, und für welche Zahlen gilt denn diese Formel? Für alle natürlichen. Also, das heißt, es ist genauso eine Menge M, für die gilt M gleich N. Könnte ja auch sein, dass die Gleichung nur für die Zahlen 2, 3, 4 und 5 gilt. Ist aber nicht so, gilt für alle natürlichen Zahlen. Okay, aber jetzt verstehen wir immer noch nicht das Theater, was da steht. Ja, jetzt wenden wir mal das P5 an. Um zu beweisen, dass diese Gleichung für alle natürlichen Zahlen gilt, was müssen wir denn da tun? Also wenn das gilt, was da steht, dann müssen wir offenbar zeigen, dass in der Menge M die Zahl 1 drin ist. Und wir müssen außerdem zeigen, dass zu jeder Zahl, die da drin ist, ist der Nachfolger auch drin. Und was heißt denn, dass eine Zahl ist in der Menge drin? Das heißt doch nichts anderes. Wir müssen erst einmal zeigen, diese Gleichung gilt für k gleich 1. Und wenn sie für k gleich n gilt, dann gilt sie auch für k gleich n plus 1. Das ist das Induktionsaxiom, was da steht. P5 ist das Prinzip der vollständigen Induktion. Das heißt, dadurch, dass wir P5 haben, dürfen wir Induktionsbeweise führen. Und diese Gleichung, die beweist man am einfachsten per vollständiger Induktion. Okay, also hier soweit klar, Peano-Axiome. Ich meine, das habe ich jetzt, wie gesagt, hier bloß eingeschoben, um einfach einmal zu zeigen, diese quasi Dualität der Peano-Axiome zu unserer Loop-Sprache bzw. zu diesen Konstrukten, vor allem auch die Successor-Bildung und so weiter. Gut, jetzt gehen wir her und schauen mal an, was wir alles können mit unserer Loop-Sprache. Wir können nämlich nicht nur addieren. Übrigens, addieren. Erst einmal, wir können erst einmal nur Successor bilden. Addieren können wir ja noch gar nicht. Aber gut, wir haben es uns angeschaut, wie wir addieren. Und zwar, addieren ist ja, wo war es denn, dieses Loop-Programm. Das ist addieren. Ja? Weil wir eben dieses Schleifenkonstrukt haben, können wir ja x2 mal 1 drauf addieren. Also x2 mal den Successor bilden und dann haben wir die Addition.
Okay? Und das ist natürlich schon cool. Das ist jetzt wichtig, ganz wichtig. Wir haben eine Additionsfunktion. Wir können zwei Zahlen addieren. Ja, wenn wir zwei Zahlen addieren können, dann können wir auch multiplizieren. Wie tun wir denn multiplizieren? Also wie multiplizieren wir x1 mal x2? Das schreiben wir jetzt hier auch an die Tafel hin, das Programm dafür. Also, wir wollen ein Programm haben, mult x1, x2. Und das soll uns das Produkt ausrechnen. Wie sieht das Programm? Ich meine, hier haben wir schon ein schönes Vorbild. Setzen wir wieder x0 auf x1. Genau. x0 gleich x1. Das macht das genau dasselbe, nur anstatt zu loop. Genau. Loop x2 do und jetzt x0 gleich add von x0, x1. So, oder? Genau. End. So. Ja, cool. Also ist doch klasse, oder? Ist das nicht schön? Wir ziehen uns irgendwie am eigenen Schopf aus dem Sumpf. Ja? Am Anfang haben wir nur die Nachfolgerbildung und damit machen wir jetzt Addition, Multiplikation. Naja, und was machen wir als nächstes? Wir machen Potenzierung natürlich auch noch. Ja? Also, ich meine, das ist jetzt nicht mit unserer Programmiersprache hingeschrieben, sondern Addition ist nichts anderes als, wir nehmen das A und bilden B mal den Successor, also 1 plus. So, übrigens, bleiben wir gerade nochmal hier. Das können wir schreiben als 1 plus a plus b minus 1. Also ich meine, das ist erst einmal semantisch korrekt, weil erst einmal können wir die Klammern hier weglassen und dann ist es natürlich a plus b plus 1 minus 1. Ja? Warum wir das so hinschreiben, das werden wir später noch sehen. Oder können wir das hier plus, ja, also das ist hier noch nicht so richtig motiviert. Jetzt schauen wir die Multiplikation. A mal B ist nichts anderes als B mal die Addition von A. Das steht ja hier auch praktisch schon. Ja? So, und jetzt geht es weiter mit der Potenzierung. A hoch B. Naja, was ist denn A hoch B? A hoch B ist doch nichts anderes als eine Abkürzung für A wird B mal mit sich selber multipliziert. Das kennen wir alle so. Und das können wir wieder hinschreiben als A mal A hoch B minus 1. So, und jetzt können wir vielleicht, also jetzt können wir vielleicht auch das da oben nachvollziehen. A mal A hoch B minus 1 und die Multiplikation A mal B können wir hinschreiben als A plus A mal B minus 1. Was ist denn das Gemeinsame von diesen beiden? Naja, das Gemeinsame ist quasi, fangen wir nochmal hier an, wir schreiben quasi die Potenzierung als rekursives Programm. A hoch B ist nichts anderes als A mal A hoch B minus 1. Ja? Also wir inkrementieren den Exponenten um 1. Dekrementieren, wir tun den um 1 runter. Genauso hier. Die Multiplikation kann ich schreiben als A plus, als eine Addition zur, also, oder wir addieren A
zu a mal b minus 1. Also hier können wir wieder den zweiten Faktor um 1 reduzieren. Und das ist das Analoge hier bei der Addition. 1 plus, also die Successorbildung von der Addition mit 1 kleiner. Okay, soweit so gut. Und hier haben wir jetzt unsere Loop-Programme nochmal. Also, Addition kennen wir schon, Multiplikation ist genau das Programm, was wir hier haben. Ja. Die Potenzierung, also die Powerfunktion, das entspricht genau der Powerfunktion in C. Die machen wir natürlich durch ein Loop-Programm mit der Multiplikation. Ja gut, und das ist natürlich jetzt klasse, wenn wir uns schon so weit rausgehangelt haben an unseren eigenen Schopf aus dem Sumpf, dann ziehen wir uns auch gleich noch in den Himmel hoch. Ja? Weil jetzt definieren wir eine Funktion Hyper. Ja? Naja, und was macht die? Wir nehmen die letzte, die wir hatten, Power, und stecken die in das Loop rein. Und wissen natürlich nicht so recht, was das soll. Also das ist quasi sowas wie noch eins obendrauf auf das Potenzieren. Klar, warum nicht? Also wir haben ja Successor, Addition, Multiplikation, Powerfunktion und jetzt haben wir eine Hyperfunktion. Und das ist irgendwie sowas wie x0 gleich x1. Naja, nicht x1 hoch x2, sondern x1 hyper hoch x2. Ja? Also x1 hoch hoch irgendwie x2. Ja? Das ist einfach die nächste Ebene. Und das können wir natürlich beliebig weit fortsetzen. Immer weiter, immer weiter. Und der gute Donald Knuth, der hat das offenbar als erster getan und hat eben so eine Hyperfunktion definiert. Also a hoch n, praktisch n mal geschachtelt das Ganze, ja? Ist gleich a hoch b, falls n gleich 1. Ist gleich 1, falls b gleich 0. Also hoch 0 soll immer 1 sein. Egal auf welcher Ebene. Und jetzt wird es interessant. Dieses a hoch n, also dieses n, n-fache Hyper hoch b, wird jetzt rekursiv definiert. Und deswegen habe ich das vorhin gezeigt. Und zwar, wir führen das zurück auf eine Stufe weniger, also a hoch eine Stufe weniger und jetzt das Ganze mit b minus 1. Und das entspricht genau dem, was wir hier hatten. Hier. Schauen Sie, a hoch b ist nichts anderes als, wir nehmen jetzt die Operation von einer Stufe niedriger, a mal a hoch, dann nehmen wir wieder die Operation und das ist b minus 1. Also hier wird die Operation eine Stufe niedriger genommen und hier wird das zweite Argument um 1 erniedrigt. Und genau das machen wir hier. Also a n-fach, also mit n-fach Hyper ist a n minus 1-fach und das kennen wir ja schon, das ist eine Stufe niedriger. Mal a und jetzt wieder auf der Endenstufe und jetzt wird es b um 1 erniedrigt. Also ist eine rekursive Definition unserer Hyperfunktion. Also das ist nichts anderes als sauber formal hingeschrieben, was hier passiert. Also für die nächste Stufe bzw. für die n-te Stufe ist das die Formel. Das, was wir hier haben. Ja? Genau. Okay, und das hier ist nichts anderes als eine Veranschaulichung. Nachfolger, Addition, Multiplikation, Potenzierung und so weiter. Okay, und jetzt kommen wir zur Ackermann-Funktion. Weil die Ackermann-Funktion ist jetzt quasi sowas wie eine Implementierung, rekursive Funktion von genau dieser Hyper-Funktion. Funktion. Hyper auf n-ter Stufe. Wobei die Ackermann-Funktion ist sogar noch ein bisschen einfacher. Weil wenn wir uns das anschauen,
Also dieses Konstrukt hier, das hat ja drei Parameter, nämlich A und B und N. Ja? Damit es jetzt ein bisschen übersichtlicher wird, tun wir bei der Ackermann-Funktion dieses A hier quasi weglassen. Das A wird irgendwie, ich weiß nicht, ist das 2 oder 1 oder irgend sowas. Also das ist jedenfalls kein Parameter mehr, sondern wir haben nur noch diese beiden Parameter, N und B. So, und das ist die Ackermann-Funktion. Und fangen wir gleich mal hier an der dritten Zeile an. Ackermann von N, M ist gleich Ackermann von N minus 1, Ackermann von N, M minus 1. Und das entspricht wieder dem hier. Hier, erst einmal A hoch NB. Wir erniedrigen erst einmal dieses N, multiplizieren es dann mit auf N der Stufe das B um 1 erniedrigt. Das entspricht genau dem. Wir erniedrigen erst das N und dann erniedrigen wir dieses M und wenden es nochmal wenden die Ackermann-Funktion nochmal drauf an. Das ist genau die gleiche rekursive Konstruktion wie bei der Knuth'schen Hyperfunktion. So, und jetzt, das ist die Rekursion, und jetzt brauchen wir natürlich eine Terminierung. Und zwar, wir brauchen eine Terminierung, wenn das zweite Argument 0 ist, und eine, wenn das erste Argument 0 ist. Ja? Für das erste Argument 0, ack von 0, m ist m plus 1, ganz simpel. Ja? Und da sehen wir auch, das erste Argument ist praktisch die Ebene, auf der wir sind. Wenn wir auf der nullten Ebene sind, ist das nichts anderes als die Successorbildung. Hier sind wir, ist klar, Successorfunktion ist die niedrigste Ebene. So, und wenn wir das zweite Argument 0 haben, also das ist sowas wie hoch 0, dann ist es offenbar ack von n minus 1, also eine Stufe tiefer, hoch 1. Ja. Genau. So, ja gut. Ich meine, das ist eine relativ simple Funktion. Das können Sie auch leicht programmieren. Schreiben Sie es hin, in jeder Programmiersprache. Ganz simpel zu programmieren. Machen Sie das mal. Interessante Erfahrung. Und lassen Sie es dann ausrechnen. Ich meine, ausrechnen heißt ja, Sie bilden eine Tabelle. Eine Tabelle mit n, m. Also dann machen Sie praktisch in der Zeile n und in der Spalte m und füllen Sie diese Tabelle auf und lassen Sie es rechnen für n von 0 bis 100 und m von 0 bis 100. Eine interessante Übung. Ich zeige Ihnen jetzt gleich, was rauskommt, wenn Sie das ausführen. Erst einmal schauen wir noch das an. Genau, also das hier entspricht eben unserer Knuth'schen Up-Arrow-Notation für n gleich 1. Zum Beispiel sagt er, ist es a hoch b. Und das entspricht diesem 0 hier von der Ackermann-Funktion. Oder wenn b gleich 0 ist, sagt er 1 und das ist eben genau dieser Fall. Und dieser, das ist das Interessante, diese rekursive Konstruktion ist genau das, was hier steht. Entspricht genau dem. Nämlich, dieses erste Argument des n. Wir wenden an die Ackermann-Funktion auf n minus 1, also hier hoch n minus 1. Ja, ist genau das. Und hier nochmal die Ackermann-Funktion auf der Stufe n, hier auf Stufe n, aber mit dem zweiten Argument um 1 kleiner. Ja. Okay. Ah ja, genau. Und bevor wir uns die Tabelle anschauen, rechnen wir mal ein bisschen mit der Ackermann-Funktion. Also vielleicht sollte man dazu die Ackermann-Funktion tatsächlich an der Tafel nochmal kurz aufschreiben. Ja, schreiben wir sie mal hier hin. Also.
Arc von 0, m ist gleich m plus 1. Ackermann von n, 0 ist gleich Ackermann von n minus 1, 1. Und Ack von n, m ist gleich Ack von n minus 1, Ack von n, m minus 1. Jawohl. So, und das wenden wir jetzt an auf so etwas ganz Simples wie Ackermann von 2,1. Ach so, sorry, warum schreibe ich es? Ja, hier steht es ja noch. Entschuldigung, das war jetzt unnötig. Okay, Ack von 2,1 ist gleich, also das heißt, da müssen wir diesen Fall anwenden, ist gleich Ack von 1, Ack von 2,0. Ja, so. Okay, jetzt haben wir hier so einen Terminierungsfall, da haben wir eine 0. Also können wir die Regel anwenden. Also Ack von 2,0 ist Ack von 1,1, steht hier. Dann Ack von 1,1, da müssen wir wieder das hier anwenden, ist Ack von 0, Ack von 1,0. So, Ack von 1,0 ist Ack von 0,1. Sind wir hier. Und jetzt können wir endlich mal das hier oben anwenden. Ack von 0,1 ist 2. Das können wir jetzt als 2 schreiben. Jetzt haben wir Ack von 1, Ack von 0,2. Ack von 0,2 ist 3. Ja, interessant. Jetzt haben wir immerhin schon mal eine interessante Identität. Ack von 2,1 ist Ack von 1,3. Aber jetzt müssen wir natürlich Ack von 1,3 ausrechnen. Und das ist wieder nach der Regel Ack von 0, Ack von 1,2. Ack von 1,2 haben wir auch noch nicht. Also müssen wir jetzt hier weiterrechnen. Gut, jetzt will ich es nicht mehr im Detail durchführen. Interessant ist, dass sich das hier, weil da hinten jetzt eben eine 2 steht, das bläht sich doch noch ein Stück weit auf und dann kommen wir irgendwann wieder runter und sehen, das ist 5. Ja. Also diese rekursiven Aufrufe, das kann schon ganz schön anstrengend werden. Also das sind dann viele rekursive Aufrufe. Ja. Aber so viele auch wieder nicht, weil wir kommen ja hier linear runter. Ja. Also das m erniedrigt sich bei jedem Aufruf um 1. Ja, genau. Jetzt interessant ist auch noch, dass wir eben die Ackermann-Funktion tatsächlich auch umschreiben können in diese Up-Arrow-Notation. Also Ackermann von 1, m können wir schreiben als 2 plus m plus 3 minus 3. Von 2, m können wir so schreiben. Von 3, da haben wir jetzt schon 2 hoch m plus 3. Ack 4 ist 2 und zwar jetzt, das ist praktisch die Up-Arrow-Notation zweimal von dem Knuth und dann dreimal, viermal und so weiter und hier n minus zweimal. Ja, oder so geschrieben. Und ich meine, es ist klar, das ist ja schon eine Exponentialfunktion hier, ja, mit m plus 3 im Exponenten. Und das ist diese ja, doppelte, dreifache, vierfache. Und das ist ganz klar, also dieses erste Argument gibt quasi an, wie oft wir da potenzieren, auf welcher Knuth'schen Stufe wir sind. Das heißt, wenn das erste Argument hier nicht winzig ist, dann gibt es gigantisch große Zahlenwerte. Und das sieht man jetzt in dieser Tabelle. Das ist jetzt die Wertetabelle und zwar nur bis n gleich 6. Und wenn man da die Zahlen anschaut für n gleich 4, also fangen wir mal da schon mal an. 1, 2, 3, 4, 5, ganz billig. 2, 3, 4, 5, 6, also da stehen die natürlichen Zahlen einfach drin. Da haben wir die ungeraden Zahlen, da wird immer 1 übersprungen. Und da wächst es dann schon schneller. Ja, 13, 29, 61, 125.
Und hier haben wir schon 65.000, 2 hoch 65.000, 2 hoch 2 hoch 65.000. Also in dieser Zeile, da geht es schon richtig ab. Ja? In allen anderen Zeilen können wir gar nichts mehr hinschreiben. Da kann ich bloß noch rekursiv hinschreiben, was weiß ich, Akk von 5,2 ist Akk von 4,5,1 und so weiter. Also das heißt, wir reduzieren das quasi in die Zeile da oben. Aber ich meine, das zweite Argument ist auch schon gigantisch groß. Also Akk von 4 wäre ja in dieser Zeile, aber ganz weit hinten in der Zeile. Das heißt, die Zahl ist schon gigantisch groß, weil das ist ja 2 hoch, wahnsinnig groß. Ja? Also die Zahl, ich meine, auch die hier, die, keine Chance, die hinzuschreiben. Also das sind, oder sowas, wäre mal interessant, wie viele Dezimalstellen das hätte. Wahrscheinlich kann man die Zahl der Dezimalstellen, die das hier hat, auch bloß noch so mit Ackermann irgendwie ausdrücken. Also die Ackermann-Funktion, das ist eine Funktion, die ist ganz schön schwierig. Ja? Also was heißt schwierig? Nö, eigentlich nicht. Ich meine, was ist denn daran schwierig? Ja? Also wie gesagt, das ist ein 3-Zeilen-C-Programm. Ja? Diese Funktion zu definieren, rekursive Funktion, alles total simpel. Ja? Ja, okay. Also elementare, ja. Wichtig ist jetzt das, was hier steht. Die Ackermann-Funktion ist nicht loopberechenbar. Das ist der Punkt. Das heißt, die Ackermann-Funktion, die zeigt uns jetzt ruckzuck die Grenzen von unserer Loopsprache auf. Ja, und zwar, das basiert erstmal auf diesem Satz. Nämlich jedes Loop-Programm zur Berechnung von dieser Up-Arrow-Funktion vom Knuth benötigt mindestens n plus 2 Schleifen. Warum, das ist auch klar, denke ich. Ja, ich meine, das sieht man eigentlich sehr schön daran. Für die Addition braucht man eine Schleife, geschachtelt. Für die Multiplikation braucht man 2 geschachtelte Schleifen. Für die Potenzierung 3 und so weiter. Ja, das heißt, für die, und das ist das, was hier steht, für diese Up-Arrow hoch n-Notation brauchen wir n plus 2 Schleifen. Weil für die erste Potenzierung brauchen wir ja schon 3 Schleifen. Okay, ja, und jetzt das Interessante an der Ackermann-Funktion ist ja das, dass die Potenzierungsebene hier ist der erste Parameter. Das heißt, die Ackermann-Funktion, die sagt ja, wenn der erste das n ein Parameter ist, ich will eine n-fach geschachtelte Schleife haben, die entsprechend was ausrechnet. Und sowas geht natürlich mit meinem Loop-Programm nicht. Weil ich nicht in dem Loop-Programm im Programm drin sagen kann, hey, jetzt möchte ich aber 17 Schleifen haben. Sondern ein Loop-Programm hat immer eine feste Zahl geschachtelter Schleifen. Was anderes kann ich nicht machen im Loop-Programm. Das geht nicht. Aber hier habe ich sowas wie eine variable Schleifenschachtelungsebene. Ja, können wir das mit C-Programmen machen? Geht es? Ein C-Programm, in dem wir sagen, aber heute möchte ich 17 Schleifen, also 17 geschachtelte Schleifen haben und morgen 25. Im gleichen Programm. Ja, wie geht es? Da wird ja der Schleifenkopf immer bei jeder Schleife, beim Schleifendurchlauf geprüft. Kann ich ja in der Schleife wieder hochzählen. Langsam. Das ist die Zahl der Durchläufe einer Schleife. Das ist die Zahl der Durchläufe, aber nicht die Schachtelungstiefe. Du musst ja die Anzahl deiner Schleifen festlegen und nicht die Ressource.
Und ich meine, gut, jetzt können Sie natürlich sagen, ja, aber über die Zahl der Durchläufe kann ich das ja irgendwie simulieren. Aber das ist natürlich jetzt eine Behauptung, die man auch erst noch beweisen muss. Ja? Wir werden zeigen, das stimmt. Ja? Nämlich, wenn wir While-Schleifen haben, das ist der Punkt, wo wir die Zahl der Durchläufe variabel gestalten, damit können wir sowas, nämlich beliebig tief geschachtelte Schleifen, simulieren. Aber das müssen wir erst noch beweisen, das ist nicht trivial, das müssen wir erst noch beweisen. Ja? Aber vielleicht viel einfachere Antwort wäre gewesen, hier, wo ist es? Hier, unsere Ackermann-Funktion, habe ich doch jetzt mehrfach behauptet, das ist ein 3-Zeilen-C-Programm. Wir brauchen gar keine Schleifen, sondern was brauchen wir denn, um solche Schweinereien zu realisieren? Rekursion, genau. Also sobald wir Rekursion haben, können wir das machen. Aber Rekursion haben wir in Loop-Programmen nicht. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Genau, also ein Loop-Programm mit festem n braucht n plus 2 Schleifen. Und damit ist die Ackermann-Funktion mit variablem n nicht loopberechenbar. Okay, den Text, den brauchen wir nicht mehr durchlesen, das haben wir gerade eben schon argumentiert. So. Ach so, wir hätten ja eigentlich um 11 Uhr Schluss machen sollen. Okay, sorry, also dann brechen wir jetzt ab.